Und wenn mein Onkel nicht so früh gestorben wäre, dann gäbe es mich wahrscheinlich gar nicht. Heute kann ich sagen, dass mein Vater meine Mutter sehr geliebt haben muss. Er hat vielleicht gedacht, seine Liebe reicht für zwei, aber das hat nicht funktioniert. Mein Vater war erfolgreich. Über den Krieg hat er nicht viel geredet. Darüber haben die Männer ja sowieso nicht gesprochen. Doch meine Ohren waren immer weit offen. Und ich weiß, dass er in Russland in einem Bergwerk arbeiten musste. Aber dann kam der 13. August und da habe ich zu meiner Frau gesagt: Du, Leonore, die Mauer, die steht mindestens 20 Jahre. Jetzt können wir Kostbaren kaufen. Mama, was war denn da 1973? Was hast du denn gedacht, was vor sich geht? Mit 14 kann man doch schon denken, oder? Welche Erinnerung quält dich da? Und dann hat er zu meinen Eltern gesagt: Kinder, schließt die Fenster, verlasst nicht die Wohnung und geht auf keinen Fall nach draußen. Und zu dem Zeitpunkt gab es immer noch keine Informationen in den Medien zu dem Reaktorunglück in Tschernobyl. So ist es nun. Sonst wäre ich heute vielleicht reich. Ich habe nichts geerbt von meinem Opa und Opa. Obwohl, die Haare vielleicht. Aber Konrad, was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Was wird, werden wir sehen, oder? Aber eins weiß ich jetzt schon. Am allerliebsten möchte ich was machen, was mir Spaß macht. Ich habe Freude am Leben. Ich freue mich auch oft. Ich freue mich, wenn ich mich freue. Und wenn ich mich freue, freue ich mich.